Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rienico. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Anlauf Nummer 4 bei Castrati. Ja, warum das auf meinen Kopf schlägt, warum ich euch ein bisschen was dazu erzählen muss jetzt gerade, sage ich euch gleich. Ich möchte an der Stelle, dass ihr aber jetzt hier schon mal in die Kommentare reinschreibt, ob ihr eben weiter bei Castrati verhandeln würdet, auch wenn das heißt, dass das Ganze sich bis Ende August zieht. Oder ob ihr sagt, nicht wieder den gleichen Fehler machen wie bei Freddy. Am Ende klappt es vielleicht nicht. Und wir stehen am Deadline Day da und brauchen eine Soforthilfe, Notlösung, die dann auch noch teurer wird oder gar nicht zustande kommt. Und man löst das Ganze kollektiv. Hm? Also, ich hoffe, ihr habt gerade Stopp gemacht und habt euren Kommentar geschrieben. Jetzt mein Kommentar dazu. Ich habe die Befürchtung oder das Problem, dass wenn Castrati das Ganze eben sich bis Ende August zieht, und das ist aktuell der Stand der Dinge, dass dieser Transfer bis Ende August sich noch ziehen kann, dann ist bei mir so ein bisschen das Ding, ich glaube schon, dass ich die Augen dann eher mehr aufhalten würde nach einer anderen Lösung. Denn wie gesagt, oder beziehungsweise zumindest mal einen Plan B, der dann auch funktionieren kann. Denn eine Sache müssen wir gelernt haben, euch aus dem Freddy-Transfer, wenn du monatelang dich nur auf irgendwelche Worte verlässt und dann am Ende dastehst wie blöd und keinen Plan B hast, wie offensichtlich bei Freddy, stehst du halt nicht nur blöd da, sondern du schädigst halt auch der Mannschaft, weil du halt einfach keine Hilfe hast. Und einen Flügelspieler oder einen Stürmer brauchen wir eigentlich schnell sogar. Im Idealfall jemand sogar, der nicht lange braucht, um integriert zu werden. So. Ob das Castrati jetzt ist, das sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, dass die komplette Sachlage einfach extrem schwierig aktuell ist. So. Weil man halt immer wieder bedenken muss, wie das halt beispielsweise auch bei Freddy war. Und da sind meine Sorgen sehr, sehr groß, dass sich das Ganze wiederholt. Es soll wohl auf dem Verhandlungstisch so sein, dass die Leihe mit Kaufpflicht, Kaufoption vom Tisch ist, was Werder ja ursprünglich vorgeschlagen hat. Es geht jetzt hier um einen einzigen Kauf, also um einen direkten Kauf. Im Raum stehen was zwischen 2 und 2,5 Millionen. Da streiten sich die Geister. Also die einen schreiben so, die anderen schreiben so. Irgendwas dazwischen wird wohl die Realität sein. Es ist Anlauf Nummer 4, das wissen wir alle. Doch was machen wir, wenn Anlauf Nummer 4 scheitert und wir zum Anlauf Nummer 5 kommen? Gehen wir dann diesen fünften Weg oder machen wir was ganz anderes? Ich weiß es nicht. Ja, ich persönlich, wie gesagt, sage, ich weiß nicht, ob das so die 1A-Lösung ist und man da unbedingt dran festhalten sollte. Andererseits ist dann die Frage, was sind die Optionen, die wir haben? Auch da gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Flügelspieler habt, wo ihr sagt, ey, das ist er, den müssen wir eigentlich auf dem Schirm haben. Dann einfach mal rein damit und ja, an der Stelle war es das auch schon wieder mit dem kleinen Update. Ich hoffe, dass heute vielleicht noch was passiert, vielleicht auch morgen. Übermorgen ist schon Matchday, also zweimal schlafen, dann ist Matchday. Naja, ich hoffe, dass sich ein bisschen mehr tut, ein bisschen mehr Schwung in das Ganze kommt und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Wochenendstart. Also, bis dahin, euer Rienico, ciao, ciao.